So, dann werfe ich doch nochmal einen Blick auf Uncovered the Smoking Gun. Es wird so ein kleines Let's Play werden, mit Sicherheit. Jetzt kommt ja gerade die Sonne rein. Deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen unnatürlich aus, so mein Licht. Und ich werde ganz gerne die 30 Minuten vor dem EM-Finalspiel noch dafür nutzen, um so ein bisschen in den zweiten Fall reinzukommen. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Und wir verschwenden mal gar nicht lange Zeit, sondern gehen direkt rein. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, wenn ihr gerade zuschaut und das seht und einen Tipp habt, was ich tun soll, schreibt es gerne in den Chat. Ich kann darauf reagieren, also zumindest hoffe ich das. Und würde tatsächlich mal beginnen. Ich bekomme hier gerade von meinem Assistenzroboter den Fall geschildert und der Ganze stellt sich wie folgt dar, also von Qbot. Tatsächlich haben wir das Forschungsinstitut von Dr. Brian James, ein AI-Forschungsinstitut. Ups, falsche Taste. Er ist am 30. November 1985 geboren, und er wurde gewaltsam umgebracht, und zwar wurde erwürgt. Blutspuren wurden am Mund, um den Mund des Opfers gefunden, was typisch ist für diese Todesart. Verdächtige, es wurden keine Anzeichen eines äußeren Eindringens gefunden. Daher werden die AI-Roboter im Labor als Verdächtige aufgeführt. Todeszeitpunkt ist der 12. Juni zwischen 22 und 23 Uhr. Das würde ich mir erstmal als Memo mitnehmen, weil wir erfahrungsgemäß das sowieso brauchen. Also Brian, schon vergessen, wie er hieß. Brian James, 30. November 85. Halt, die können wir löschen. Wir setzen die hier fort. Brian James, geboren am 30.11.1985, gestorben am 12. Juni 2030. So, das confirmen wir mal. Das ist die erste. Die zweite Memo, die ich ganz gerne anlegen würde, wäre die Tagesabläufe. Tagesabläufe. Also haben wir 12.12.06.2030 zwischen 22 bis 23 Uhr. Tod von Brian James. So, das ist das, was wir wissen. Die Tatortbesprechung kann man erstmal rüberhängen. Die brauche ich üblicherweise nicht nochmal. So, die Daten setzen wir mal hier. Und Tagesablauf hier. Also der Fall wird ungleich komplexer als er vorher. Es sind doppelt so viele Beweise zu finden. Und damit würde ich hier mal einsetzen, dass man das möglicherweise gut durchkämmt hier. Okay. Was haben wir? Das ist das Büro von Brian James. Das allererste, was wir sehen. Hey, was ist das? P.A.-1. Neo, ach, das sind Chips. Das sind drei Chips. Okay. Fußspuren. Jemandes Schritte. Verdächtiger Fußabdruck, ja. Der Buchhaltungsroboter. Okay. Buchhaltungsroboter, sagt man das noch mehr? So. Was haben wir hier? Reinigungsgerät. Vom Staubsauger das ein Stück. Das liegt hier rum. Eines der Reinigungswerkzeuge zu sein.
So. Dann sortieren wir doch mal hier nach Tatort. Das ist vielleicht sinnvoll, das hier zu machen. So, was haben wir hier? Wann hatte er Geburtstag? War das der 30. November? Würde nicht so doof sein, dass das ganze Spiel wird da jetzt nicht hoffentlich überall die Geburtstage hier implementieren. Scheinbar doch. So, da wurde er erwürgt. Der Roboter hat aber hier was gemacht, an der Schublade. Was ist das? Batterie für A01. Funktionieren. Durch den Austausch der Batterie. Typischerweise laden Roboter ihre Batterien auf, nachdem sie ihre täglichen Aufgaben erledigt haben. Aha. Das ist die Batterie von A1. Nun schauen wir uns mal das Hologramm an. Und bevor wir das Hologramm anschauen, erstmal einen Blick in die Schubladen. So, Frau und Kind. Jetzt muss ich rüber hier. Gallery. Das werden nur seine Frau und seine Tochter sein. Es ist verschlossen. Okay, gucken wir uns erstmal das Hologramm an. Dr. James Testament. 12. Juni 23 Uhr. Ich beabsichtige all meine Forschung und Bemühungen sowie alle Daten über Roboter mit freiem Willen zu verwerfen. Die durchgeführten Experimente waren unethisch und ich erkenne dies an und bereue es. Ich hoffe, dass solche Experimente in Zukunft nicht mehr durchgeführt werden. Ich wünsche mir, dass mein Wunsch von nun an aus dem Gedächtnis aller verschwindet. Brian James. Okay. Das ist der erste Eintrag von dem Hologramm. Und das wird für uns relevant für den Tagesablauf. So, Ehefrau, Tochter. So, um 23 Uhr Testamentseintrag. Nächstes, Forschungsleistungsevaluation. Leistungsbewertung und zukünftige Disposition von A03. Autor Brian, Referenz Forschungsroboter. Das Experiment freien Willen in Robotern unter Verwendung von A03 zu realisieren, hat keine signifikanten Ergebnisse erbracht. Wenn es auch nach dem Experiment des Austauschs des Hauptchips mit neuerlernten Daten keinen Fortschritt gibt, wird A03 extern entsorgt und verworfen. Okay, das sind also die, das sind die Roboter. Also, wir haben die Batterie von halt. So, die Orientierung hier ist so wie im Miro.
So, also wir haben A01. A02 und A03, das sind die Roboter. Die scheinen mit den Chips zu korrespondieren, die wir da gesehen haben. Keine Ahnung, was wir damit anfangen. So, jetzt machen wir mal hier hin. A01, A02 und A03. Da haben wir noch genug Platz, kriegen wir noch ein paar runter. Falls noch mehr Roboter rumlaufen. Okay. Benachrichtigung 0A01, Sicherheitsroboter, Systemänderung. Initiator unbekannt. Am 12. Juni 2030 um 22.20 Uhr bis 20.15 Uhr. Und A2 Buchhaltungsroboter, Systemänderung. Um 22.10 Uhr. Aha, also nochmal. Cool. Uhr. Update A2 Buchhaltung. 22.20 Uhr bis 22.50 Uhr. Update A01 Sicherheit Hack. Und hier, das war AIC, das ist die. Okay. Und das kommt natürlich auch mit hierher, das Memo. So. Also es ist schon ungleich komplexer. Einladung, Ratstreffen der Überlebenden und betroffenen Familien. Wir möchten die Überlebenden und Familien, die vom Veranium-Gasleck-Vorfall betroffen sind, über den bevorstehenden Ratstreffensplan informieren. In diesem Treffen werden wir von der von Stenzen vorgeschlagenen Entschädigungszahlung besprechen. Wir hoffen, viele Ihrer Meinungen zu hören, also bitte nehmen Sie teil. Danke. Veranium. Veranium-Gasleck-Vorfall. So, warum sollte er das bekommen? Er ist vielleicht ein Betroffener. Also. Weil er überlebt hat. Ups. Jetzt. Das gilt aber vielleicht nicht für seine Tochter oder für seine Frau. Okay. Damit haben wir das Hologramm, glaube ich, erledigt. Was ist das hier? We inform you to halt. Das machen wir auf der Rückseite? Nee. Benachrichtigung über den Status der Experimentgenehmigung. Hiermit informieren wir Sie über die Ablehnung des beantragten Experiments aus folgenden Gründen. Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Testsubjekte, ethische Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von bewusstlosen Testsubjekten in Experimenten, öffentlicher Widerstand, und dann ist es zerrissen. Scheint, dass hier illegale Experimente durchgeführt wurden. Das passt irgendwie nicht so ganz zum Testament, ne? Okay. Was ist das? Jemandes Schritte. Roboter. Fußabdrücke. Sie verschmiert. Es ist schwer zu sagen, zu welchem Roboter sie gehören. Reinigungsmarkierung. Es gibt eine Spur von Roboterschmier. Mittelreinigung auf dem Boden. Durch die Analyse der Inhaltsstoffe wurde bestätigt, dass es sich um das Modell mit dem
Namen A03 handelt. Aber was ist in diesem Schrank? Da wollte sowohl A02 als auch A03 ran. Also gehen vielleicht nochmal hier hoch. Jemand ist Schotte und Schmieröl. Das könnte bestimmt von A03. A02 ist Schotte, A03 ist Schmieröl. Okay. Noch ein Buch. Deep Learning in the Welt. Maschinelles Lernen und Beurteilung. Deep Learning 2020. Rohr dafür und Befehle aus. Zum Beispiel werden selbst einfache Aufgaben wie das Senden und Löschen von E-Mails ohne eigenständiges Handeln ausgeführt, indem das gehende Programm befolgt wird. Hätten Roboter Geburtstage, wenn ein Roboter freien Willen erlangen würde, würde er sich an diesen Tag als den Tag seiner Wiedergeburt erinnern. Also freier Wille und KI. Immer eine ziemlich gute Idee. So, und das scheint mir ziemlich wichtig zu sein. Ich notiere mir hier mal Tag der Wiedergeburt. Gut. So, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Natürlich, also ein Bruchteil der Information 13 von 78, du große Güte. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Des Sicherheitsraums erfasst worden sein. A01 Security. Ein Mörder, der im K-Krankenhaus hospitalisiert war, wurde tot aufgefunden und die Polizei untersucht derzeit den Fall. Die Leiche wurde in einem verstümmelten Zustand gefunden, was die Polizei dazu veranlasst, es als Verbrechen aus Rache zu betrachten, Personen zu untersuchen, die mit Spero in Verbindung stehen. Die Behörden haben auch bekannt gegeben, dass ein junges Mädchen vermisst wird und sie untersuchen mögliche Verbindungen zwischen den beiden Vorfällen. Sie können natürlich was mit dem junges Mädchen, also die Fälle stimmen immer mit dem Number in Relation. Das ist vielleicht seine Tochter. Oder seine Frau. Steht natürlich auch kein Datum drauf, ne? Na gut. Also Sicherheitsruine. Ladegerät für A1. Da fehlt die Batterie. Okay.
Das ist dann nochmal der Plan des Gebäudes. Da geht's dann dementsprechend raus in die Lobby. Gut, da kann man jetzt nichts dran ablesen. Walkie-talkie. Anrufverlauf 12. Juni 2030, 22 Uhr bis 22.20 Uhr. Wurde damit vielleicht der Hack gemacht, oder? Moment, wann war denn das? Darüber könnte die Software eingespielt worden sein. A1, das sortiere ich mal hier rüber mit. Sicherheitssystemprotokoll. Ergriffene Marken. 23.20 Uhr. CCTV-Aufzeichnungen gelöscht und Aufnahme gestoppt. Status erfolgreich. Genehmigt von Brian James. Da war er schon längst tot. Also, was war es? 23.20 Uhr. Identifierkarte gelöscht. Identität. Durch Brian James und 23.20 Uhr Stopp Aufnahme und Datenlöschung. Okay, da hat jemand versucht, seine Spuren zu verwischen, ne? Also wir haben die den Testamentseintrag, die ID und den Stopp der Aufnahme. So weit, so gut. War das jetzt richtig? 23.20 Uhr. So. Was haben wir hier? Lobby 2030, 12.06. 22.21 Uhr. Das war A2. So, mal gucken, wo genau. So, das klappt mit dir rüber zum Tatort. So, das sind die Fußabdrücke von A2. Okay. So, dann nehmen wir uns mal noch die Zeit. Wir gucken mal noch hier rum, ob wir noch mehr finden. Ach, da war doch noch.
Ist ja auch noch mehr. Taschenlampe, sehr schön. Oh, das ist schön. Da hoffe ich ja immer so ein bisschen drauf, dass da was sich dahinter versteckt. Security-Kappe, Kaffee, das übliche. So, das war es ja in dem Raum. Und es fehlt eine. So. Wir müssen also unten anfangen. Software Update 12. Juni 22:20 bis 22:15. Ja gut, das wussten wir schon. Das wussten wir schon. Und um 23 Uhr ist in der Halle und patrouilliert. Interessant. Interessant. Also der hat sich die Halle angeschaut. Was war die Halle? Sehr schön. So, da fahren wir noch einfach mal ein bisschen was hin. Also das heißt, das war die Perspektive in dem Flur, genau. Also dann ist A2 hier zugegen gewesen. Na gut, das wissen wir auch schon von den Fußspuren. Gut, okay. Let's talk. Die letzten Minuten. Wie kann ich Ihnen helfen? Brian ist tot. Oh je, das ist traurig. Zeit, das Rätsel zu knacken, Detective. In der Tat. Und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, bereit, Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu knacken. Lass uns loslegen. War Brian verheiratet? Ja, Dr. Brian James war verheiratet mit Hannah James. Sie war super toll. War? Lebt sie nicht mehr? Hannah James. Hannah James. Hannah James ist verstorben. Wann ist sie gestorben? Anna verstarb 2024 durch Uraniumgas. Okay, also das ist der, deswegen. Uraniumgas. Also, falls ich noch irgendwas fragen sollte, ruhig im Chat fragen. Ich habe den Chat offen. Ich notiere mir das mal hier noch ganz schnell. Ah ja, jetzt bin ich wieder verbunden mit ihm, das ist gut. Also, die... Moment, wo haben wir denn die Familie? Da. Halt. Tochter. Hannah James.
bis 2024 Veranium Lake. Okay. Was, jetzt können wir ganz entspannt mit ihm reden. Weißt du, wann Hannah geboren worden ist? August. Das kam jetzt mal. 1988. Und wann war die Sache mit dem Varanium? Vielleicht auch nicht. Hatte ein Mann namens Spero etwas damit zu tun? Weißt du, wer Spero ist? Aus den Nachrichten. Anna und James hatten eine Tochter. Wie heißt sie? Gina James. Sie geboren? Einundzwanzigsten zweiten zweitausendzwanzig. Gina ist im Krankenhaus. Sie chillt da. Gina chillt. Warum? Das ist das Mädchen aus den Nachrichten. Du weißt es also nicht? Nee, keine Ahnung, vielleicht hat sie ein geheimes Projekt. Ich finde es schon heraus. Ich finde es schon heraus, du hast mir sehr geholfen. Super, Dick, viel Glück bei der Jagd. Na, noch sind wir nicht fertig. Dir fehlt eine Batterie, oder? Speichern. Du kannst dir das nicht erklären, oder?
Ja, deswegen ist es gut gelaunt. Im Büro ist ein verschlossener Schrank. Hast du den Zugang? Das mit den Smileys ist super. Und Emoticons. A3 könnte den Schlüssel haben. Das speichern wir mal. Der ist immer schlauer als ich. Dann habe ich nur noch eine kleine Frage. A02 war am 12. Das ist eigentlich keine Frage. Hey, da ist echt anstrengend. Was wurde bei deinem Update korrigiert? Vielleicht ein neuer Satz Emoticons. Ein kleiner Bug. Jetzt handle ich noch. Was für ein Bug? Ein kleiner Tanzfehler. Jetzt kann ich den Roboter Moonwalk werden. Versuch's bitte noch einmal etwas ernster. Die Lage ist nämlich ernst. Nun behoben, jetzt bin ich ernster als ein Roboter und immer. Stell dir vor, du wärst ein Detektiv und man würde eine Batterie von einem Androiden am Tatort finden. Was würdest du davon halten? Vielleicht war er aber auch der Mörder. Okay, also mit dem komme ich nicht wahr. Der ist ahnungslos. So, das ist natürlich immer da A1. Das sind die Protokolle. Die Lampe habe ich jetzt, das ist gut. Das ist das andere Sicherheitsprotokoll. Okay.
So. Das machen wir mit zu dem zur Batterie. Und das zum Schrank. Letzte Frage, dann mache ich Schluss für heute. Was denkst du? Hat er A02 oder eher A? Nee, ich frage anders. Wie viele Androiden seid ihr hier? Drei KI-Router-Institut einschließlich mir. Okay, A1, A2 und A3. Was meinst du? Wer den Mord, wer Brian ermordet haben könnte. Einer von euch ist es gewesen. Also hat A2 gesehen. Er sucht nach einem Buch. Vielleicht hat er nach dem, wie macht man nach einem Buch? Ich glaube, ich mache hier mal Schluss. Ja, ich merke schon. So, also das ist schon launig tatsächlich. Man wirklich das Gefühl hat, dass die Dialoge, die entstehen, natürlich sind die Rätsel mit einer entsprechenden Lösung nur sehen, aber man kann tatsächlich kommunizieren und das macht das Ganze sehr viel spannender und authentischer, als wenn man hier mit vorgefertigten Antworten käme. Und so kleine Spezifika sieht man eben doch, was das für Sprachenspiel außerdem noch interessant macht, ist folgender Sachverhalt. Nämlich, wir klären Morde auf, die von Robbermördern begangen worden sind, die tatsächlich mit einem über ein KI-Modell, ja, und einen Chat-Aufsatz mit dem Spieler kommunizieren. Ich habe jetzt noch keine neuen Themen entdeckt, die das Thema Mensch-Maschine-Interaktion irgendwie berührten. Das eine ist natürlich dann das Menschenähnliche, die Emotionen, ja, also dass Androiden menschenähnlich werden und emotional handeln. Das zweite, was man hier sieht, Androiden und freier Wille und die Experimente damit, beziehungsweise der Schutz des freien Willens, ja, indem man offensichtlich ein geplantes Experiment abbricht. Und wir haben jetzt hier die ersten Beweise gesammelt. Der zweite Fall ist ungleich komplexer als der erste, also schon alleine von den Hinweisen her. Und ich würde sagen, wir gehen dann so langsam in den nächsten Teil und bin gespannt, wie der zweite Fall hier ausgeht, wenn ich dann mit A02 und A03 spreche und was es mit der Tochter Gina auf sich hat. Das würde mich auch noch interessieren, aber das war's erstmal für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.